Hallo, ihr Lieben. So, da sind wir wieder in der nächsten Folge von dem Challenge Time Projekt mit dem lieben Matze und dem lieben Sinnfrei. Joch, joch, hier, joch, hier, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Hehe. Legt er schon wieder los? Ha, Wer dreht durch? Wer dreht durch? Ja, Genie ist gerade in der Pause kurz explodiert. Jetzt darf Sinnfrei auch durchdrehen. Ha. Okay, hier ist los. Hier fahren die auf dem Panzer, sage ich eindeutig. Ja, Ginny ist die Erste, die im Panzer sitzt. Willkommen in der Selbsthilfegruppe für geistig Gestörte oder für schwer Erziehbare. Können Sie sich aussuchen, was Sie machen möchten? Sie können herzlich willkommen, können mitreisen auf diesem wunderbaren Schiffe und können machen Bäm Bäm, Plem Plem. Was 12 Uhr gibt es, ab 12 Uhr gibt es Mittag. Um 15 Uhr können Sie ausführen Ihre Oma. Wie sieht die Speisekarte aus? Ja, rustikal, wild und verschließen. Gibt's Lachs, Carpaccio und Safransoße? Sie können haben, was Sie wollen. Machen, Okay. müssen Sie machen aus mit dem Koch. Ach, Okay. Koch haben wir nicht. Da. Also selber kochen. Na toll. Selbsthilfegruppe für Anfänger. Brauche meine Sämaschine. Nachdem ich blöderweise ja zweimal Horsch gekauft habe, lässt sich das ein Was bisschen nicht, schlechter. du Doch, hast nicht Horsch Mulcher fürs. und Horsch Dingsbums-Sämaschine. Und das habe ich auf Warum Anhieb gerade nicht erkannt gehabt. kaufst du auch Sachen von der gleichen Marke? I don't know, warum das passiert Bini, du ist. kaufst dir doch auch nicht zweimal die gleiche Unterhose, weil du sie toll findest. Das geht doch nicht. Willst du's? Wenn ich dir jetzt sich Multibox bestellen. Oh, schön. So, das waren jetzt die tiefsten Insider-Infos. Gut, jetzt ist Sinnfrei sprachlos. Jetzt hörst du die ganze Folge nicht mehr von dem. Ja, das war's. Sehr tiefer Eindruck. Bilder aus meinem Kopf. Ich stell mir gerade so diese alten Nein. Baumwollripp-Unterhosen vor, die Nein. du früher an den Fahnenmast gehangen hast, wenn du dich ergeben hast. Oh, sinnfrei, nein. Oh Muss ich das doch. jetzt? Bilder aus deinem Kopf. Weißes Ich, Pferd ja, auf Bilder grüner aus meinem Kopf, Wiese. danke schön. Das Bild darf ich jetzt auch. Danke. Beider Schwein, beider Schwein. Was ist jetzt mit diesen Paletten? Mineraldünger, sehr Ich habe schön. ein bisschen Pipi in den Augen, ne? Ja, super. Wusste. Oh, nee. Ja, genau. Hilfe, ich muss hier raus. Irrenhaus. Holt mich hier Aber voll. raus. Aber voll. Ja. Oh, Mein Mann. Gott. Im Himmel. Oh Gott. Kein Kommentar. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Glaube aber wirklich. Wieder keine neuen reingemacht, Na, Mensch. Es ist kein ne? Verlassen auf dich. Nee, ich weiß. Für Freitag muss ich neue reinmachen. Damit nicht jeder den gleichen Klingelton hat. Wie hieß das? Jamba Spar-Abo, Oh damals Gott. im Mehrfachpack gewesen. Sonst haben wir nur Spaß in der Freude, wenn mir das Saatgut ausgeht. Ich hoffe es nicht. Musst du kaufen? Ja, muss ich kaufen, aber Schranke oben. Kannst du erst kaufen morgen früh? Ja, korrekt. Schranke oben. Was habe ich gesagt? Du könntest jetzt. Achso, du bist jetzt bei der Dings unten, ne? Bin noch bei der 73 jetzt, ja. Hm. Ich würde jetzt einmal ansehen, tatsächlich, weil ich jetzt. Hast du schon angefangen? Ich fange jetzt an, Nee, würde ich nicht tatsächlich. machen. Würde ich an deiner Stelle nicht machen. Achso, wir müssen die Zeit noch hochdrehen. Ach so, wegen der Wachs. Oh, ja, Ja, ich okay. würde erst das Ja. andere Feld anfangen. Dann fängst du morgen beide Felder an mit ansehen, wenn du das andere vorbereitet hast. Oh, hast du recht. Ich, ja. Ja. Bevor ich wieder gemischte Stufen habe. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, Du hast mich jetzt ja. auch völlig irritiert mit Baumwoll, Feinripp, Unterhosen.
Hey, komm, du hast gesagt, du kaufst einen Mehrfachpack. Es gibt aber auch andere Arten von Unterwäsche, die du im Multipack kaufen kannst. So, kann ich das jetzt so stehen lassen? Dann halt doch mal so einen Multipack bitte in die Kamera. Jetzt geht's los. Ich hol den Karton. FSK 18. Ja, FSK 18, genau. Gott sei Dank steht der Karton weiter weg von mir. Hey, musst du mal vorstellen, ey. Da machst du als Überschrift Unterwäsche, keine Ahnung hier, Piepshow. Unterwäsche. Willkommen bei Sport. Damenunterwäschen-Modenshow. Ja, genau. Oh, schön. Oder Genie? Hier kommt nicht. Hallo? Was da kommt schon, es ist das Geklopfe. Ja, ich wollte erst den hier machen. Oh, der war fies. Der war jetzt schlimmer wie das Klopfen. Jo. Tatsächlich. Oh Gott, Hilfe. Ja. Mir. Warte mal. Habe ich jetzt mein richtiges Gerät hier? Der Gerät. Ja, habe ich. Der Gerät. Der Gerät. Ich weiß nicht. Ist da. Scheibenhonig. Verdammt. Jetzt da. Ah, ich weiß noch, was ich machen wollte. Oh. Ich hab jetzt noch. Oi. Aber wieso zum Henker steht im Menü, wenn ich den Horsch ankuppel? Dann steht in dem Steuerungs-Menü so, steht Walze. Echt, das ist jetzt echt super, weil jetzt hast du mir Schaden zugefügt, da du mir nämlich den ins Feld reingerammt hast, wo ich Ernteverlust dadurch habe, ne? Nö, jetzt nicht. Nur wenn die Reifen drin stehen. Ja, aber wenn ich jetzt mit meinem reinfahre. Musst du doch nicht. Wie soll ich denn sonst in mein Feld, was ich noch ernten muss? Wenn ich den jetzt da rausziehe. Jetzt. Jetzt fängt der nächste Rage an. Oh. Was ist denn jetzt los? Ich sehe keinen Schaden. Aber auch nur, weil du Glück hattest, ey. Dass ich in die Luft geflogen bin, ey. Hast du gesehen, dass ich neben deinem Kartoffelruder wieder zu stehen? Aber genau. Genau in der Flucht. So, Matze fällt vom Stuhl. Oh, Arschkeks, du. Scheiße. Ah. Na toll. Oh, Baum. Oh Gott. Will ich? Nee. Nee, willst du nicht wissen. Nee. Glaub auch nicht. Gib ihm! Gute Reise! So, Nächste Bahn. Wir können auch das halbe Feld in der gleichen Bahn abfahren. So.
Ich habe wirklich gerade keine Ahnung, warum da oben Walze steht. Obwohl ich einen Mulcher dran habe. Eigentlich. Dinge, die ich nicht verstehe. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Was mache ich meine Hühnerchen? Ja, meine produzieren nichts. Obwohl sie Futter haben. Na, weil sie noch auf Null sind, oder? Nö, eigentlich nicht. Vorher reingeschaut. Gesundheit ist bei 80%. Und wie gesagt, also fressen haben sie. Also ich habe eins. Na gut, du hast ja aus den letzten paar Folgen, ne? Ich hatte die ersten Folgen gar kein Futter drin, wo sie tatsächlich im Stall waren. Vielleicht dauert es deswegen jetzt ein bisschen, bis es anläuft, ja. Die Hühner standen eine ganze Zeit trocken, ohne, ja, genau, ohne irgendwas da. Also ich bin ja echt froh, dass das Ding so einen Backflip gemacht hat, ne? Ich auch. Oh, dass es die Kleine so weit ins Feld reinhaut, habe ich auch nie geahnt. Ich wollte sie bloß umschmeißen und dann, ja. Ja, ich sag's dir, das wäre, also normalerweise richten sie sich ja dann auf, ne? Ja, ja, eigentlich schon, aber die liegen geblieben. Das kommt wohl langsam raus, was Matze angestellt hat. Ne, der hat meine Anhänger umgeschmissen in mein erntereifes Feld oder in mein Feld rein, was. Scheiße. Ne? Okay, versteh schon. Mama Mia, muss ich jetzt wirklich zurücksetzen? Ich fass es ja nicht. Okay. Was hat denn der Kumpel für eine Arbeit weiter? Was haben wir denn da? Ein Feldsalat haben wir da. Ein Gerätesalat. Wen habe ich denn hier alles? Ich habe festgestellt, dass ich meine Geräte an dem falschen Feld geparkt habe. Oder an den falschen Feldern. Das ist wirklich interessant. Was ich mir dabei gedacht habe vor ein paar Wochen, keine Ahnung. Vor ein paar Wochen? Ja. Es hört sich an, als wärst du jetzt hier 3 Wochen nie auf dem Nee, tatsächlich, weil ich doch so lang... Ich habe mit irgendeinem Schritt relativ lang gebraucht. Und ich habe pro Arbeitsschritt, wenn ich quasi was fertig hatte, bei den hinteren Feldern, bei den 18er-Feldern, habe ich die Geräte gleich vorne hin verteilt auf die anderen Felder. Deswegen war das so völlig verschieden. Ja, cool. Zu unterschiedlichen Zeiträumen, wo ich die Gerätschaften hingestellt habe. Ja, ja. Deswegen vor ein paar Wochen. War wohl keine so geile Idee. Gab schon bessere Ideen. So. Oh ja. Bis wann haben wir gesagt, holen? Bis 8 noch. Bis 8, ja. Mhm. Ja. Genau. Ich jetzt gerade geguckt habe.
Und schwupps, haben wir schon Dezember. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Hm. Ja. Also zumindest in den Supermärkten, ja. Ja, da gibt's wirklich schon wieder. Ach, brutal. Also von bis. Um 8 oder 9 Uhr, weil die Brücken ja, glaube ich, um 9 Uhr wieder aufgehen. 9. Genau, ich glaube, bis 9 Uhr wollten wir spulen, ne? Ja, kann auch sein. Ja, wir können auch bis 8. Die Stunde kriegen wir ja wohl, glaube ich, noch so. Ja, auf alle Fälle. Also ich muss jetzt erstmal nie rüber. Musst du? Noch nicht. Aber jetzt kann ich ja dann schon mal anfangen mit dem Saatgut, was ich noch habe. Das glaube ich ja nicht Gefahr, dass mir gleich wieder die Zeit davon. Dann würde ich sagen, machen wir bis 8, oder? Oder bis 8:30. Machen wir bis halb neun. Und gut. Ich glaube, die Frage würde immer wieder kommen. Ja. Ja. Ich glaube auch. Guck mal, es wird schön hell. Gott sei Dank. So, mit Full Speed wurde gemulcht, wird gemulcht. Wir sind noch nicht fertig. Noch sind wir nicht fertig. Wegen einem Minischnipsel darf ich noch eine Bahn fahren, oder was? Tatsächlich. Na gut. So, dann können wir den jetzt nämlich wegräumen. Also. Kann eh nicht alle Hamburger-Ritter auf einmal mitnehmen, also fahre ich jetzt erstmal gleich zurück zum Hof. Macht sonst ziemlich wenig Sinn. Wie ja schon wieder sinnfrei. Hey, keine Wortspiele hier, ja? So haben wir nicht gewettet, sonst musst du Alimente zahlen hier. Das muss ich. Oh, Kacke. Wir haben den Mod immer noch nicht mit drauf, das fällt mir jetzt erst auf. Welchen? Aber das mit Lona, das Mission durch Lona. So. Schreib's dir auf. Hast du mir den schon mal geschickt? Nee, ich glaube nicht. So, neuer Versuch. Zumindest gleich mit der Sämaschine. Was ist denn jetzt los? Hallo. Hallo. Sollst du deinen Job machen? War gar nicht. Nee, irgendwie nicht. Was ist denn jetzt? So. Zuletzt war Hafer auf diesen Feldern.
Jedes Kornheimchen wird hier mitgenommen. Mhm. Wir lassen hier nichts stehen. Schall dann einfach alle vier raus mit Sorgen. Ja. Ja, ja, ja. Genau, das machen wir. Jappi, jappi. Jappi, jappi. Nein, jappi, jappi, jappi. Hat denn jetzt irgendeiner mal in die Kommentare geschrieben, wie dieses Vieh hieß? Nee, also ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Also noch nicht. Ich glaube, die Folge ist noch gar nicht oben, oder? Nee, die Folge ist noch... Nee. Nee, die ist noch nicht oben. Nee. Nee, eben. Eben. Ja, wenn sie es dann noch nicht gemacht haben, dann jetzt. Ja, ja, dann ja, bitte. Genau. Wie hieß sie? Wie hieß es? War das nicht sie? War das sie. Nicht sie? Ja, war eine sie. War eine sie, glaube ich, ja. Ja, ich glaube gar nicht. Ishi it, das ist muss mit. Okay. Nee, das war was anderes. Nee, lass Englisch, ist nicht so meins. Genau. Your English is not better than mine's. My English is not the yellow from the eye. From the egg, so kenne ich es. Genau, from the egg. My English is not the yellow from the egg, so kenne ich es auch. Ihr seid aber auch Spielverderber, ey. Nein. Wir müssen es richtig machen. Mhm. So, zack. Um. Ja, weg damit! Weg damit! Bin gespannt, kommen wir noch einmal um das Feld rum. Das wäre doch schön. Dann können wir uns in Sorg um hier ersaufen. Hoffentlich. Hoffentlich. Komm, ich möchte wenigstens noch einmal das Feld umrundet haben. Wenigstens nur ein einziges Mal, bevor die Zeit abläuft. Aber ohne Slalom. Ach Mann, ich habe meine Todzone wieder. Also ich hab wieder ein Feld gefunden, wo nochmal angepasst werden muss. Ja, gut. Wird noch ein paar sein, glaube ich. Bei mir auf der Insel, ne? Nee, bei mir. Bei dir? Hm. Ja, da sind ein paar ordentliche Kanten drin. Ist ja nichts Neues. Ah, eine Zielsetzung erreicht. Wir haben zumindest eine Seite, eine Reihe noch geschafft. Eine Rundumbahn. Wup, wup. Genau, wup, wup. The Sound of the Police. Mhm. Macht guten so Morgen! Hm. Genau, mach doch sowas nicht. Meine armen Ohren. Und dann verstehe ich wieder den Herrn Mosel nicht mehr. Hä? Genau. Genau deswegen. Mhm. Mosel? Mhm. Der Herr Mosel wartet in der Kneipe auf euch. Mhm. Nein. Nach der Rundummeldung. Nein, nein, tut er nicht mehr. Wie? Was? Habe ich was verpasst? Was habe ich verschlafen? Ich musste was machen, damit das, was ich dir geschickt habe, du kriegen kannst. Und deswegen waren wir schon dort. Ach so. Oh, dann habe ich wohl gut geschlafen. Verstehe. So, ja gut, ich glaube, wir können jetzt eh so langsam, so ganz langsam zum Stehen kommen. Oh, halt, falsch. Nee, das wollte ich nicht. Und dann würde ich nämlich sagen... Mein Traktor macht keinen Sound mehr. Während der Traktor keinen Sound mehr macht, war's das auch lieber für diese Folge, ihr Lieben. Also bitte einmal stehen bleiben.
Warte. Angst. Warte, ja. So. Ja. Jetzt bin ich voll. Was? Wunderbar. Ihr steht alle in diesem Sinne. Aber dein Helfer fährt noch. Dieses Rumgespringe. Ja, das muss ich auch gerade machen. Dann, dass der dann genau an der Stelle wieder letzter Wegpunkt hier. Ich hoffe, der nimmt das dann auch. Du nimmst letzter Weg. Wenn du jetzt nochmal drauf drückst, kannst du, warte mal, ich muss mal kurz, du kannst ja nächster Wegpunkt, du kannst ja die anzeigen lassen, die Linien, und nächster Wegpunkt machen und dann nimmt er genau da, wo er gerade steht. Ja, ich habe auch das Problem, dass er manchmal gar nicht dort weitermacht. Das ist das Problem. Ja, dann nimmst du letzten Wegpunkt. Na dann los. Hü. Jetzt jo. Oder was? Ja, gut. Gini, du darfst. Danke, ihr Lieben. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann gerne die Kanäle abonnieren, die Glocke aktivieren und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, die Däumchen nach oben. Schaut auch gerne bei dem lieben Matze und bei dem lieben Sinnfrei vorbei. Wie immer in der Videobeschreibung verlinkt die zwei. Genau, und wir freuen uns, wenn wir euch in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hatte ich dir das mit dem Volvo nicht erzählt, dass der Putti ist? Mir? Nein. Ja. Nein, gar kein Wort. Achso, kein einziges Motor, Wort. Motor ist puttig. Scheiße. Mit einmal, ja. Oder wie jetzt? Nee, ist verschlissen. Aber das konntest du so nicht feststellen. Der ist gleichmäßig, alle fünf Dings sind gleichmäßig verschlissen und dadurch ist es nicht aufgefallen, weil dadurch, dass alle gleichmäßig verschlissen sind, ruckelt er halt auch nicht. Okay. Ach du Scheiße. Ja. Naja. Das ist aber schon ärgerlich nach so kurzer Zeit. Passiert, ne? Na dann. Mhm. So, okay, pass auf. Dann nächste Folge, ja? Ja. Jawohl. So, dann 3, 2, 1.